So Leute, willkommen zurück zum Let's Play Pokémon die Feuerrote Edition Nuzlocke Challenge. Ich bin Cloud von Delivery LP und im letzten Part haben wir Fuchsine City erkundet, haben uns ein Goldini gefangen, haben einen kurzen Abstecher in die Arena gemacht, aber die ist noch zu stark für uns. Und deshalb gehen wir jetzt in die Safari-Zone, fangen uns hier unser roten Pokémon, wenn wir den eins kriegen. Und dann mache ich ein bisschen Offscreen-Training und dann gehen wir in die Arena. Jetzt erstmal geht's in die Safari-Zone. Hi, bist du zum ersten Mal hier? Nein. Hey, du bist ein Stammkunde. Ja, okay. Willkommen in der Safari-Zone. Für eine 500 Poké-Dollar darfst du im Park so viele Pokémon fangen, wie du möchtest. Möchtest du auf die Jagd gehen? Ja, bitte. Das kostet 500 Poké-Dollar. Wir verwenden hier spezielle Pokébälle. Und wir kriegen 30 Safari-Bälle. Wir rufen dich über Lautsprecher aus, wenn deine Fangzeit abgelaufen ist oder dein Vorrat an Safari-Bällen erschöpft ist. So, und da sind wir die Safari-Zone. Ich bin gespannt, ob wir uns hier was fangen können und vor allem was. So, wir könnten natürlich auch einfach angeln, aber ich möchte kein Wasser-Pokémon. Denn wir haben ja erst Goldini gefangen, Gyarados haben wir auch noch. Und unser Safari-Zone-Pokémon ist ein männliches Nidoran, Level 22. Und das möchte ich gerne unbedingt haben. Deswegen werfe ich erstmal den Stein und hoffe, dass es nicht direkt abhaut. Nidoran-Männlich ist wütend. Und ich werfe den Ball und hoffe, dass es drin bleibt. Eins, zwei, drei, bitte, bitte. Ja! Genau das wollte ich haben. Das war mein Wunsch-Pokémon für die Safari-Zone. Zumindest das Realistischste. Cool wäre natürlich auch ein Sichlor gewesen. Aber mal ehrlich, das ist sehr unwahrscheinlich. Ansonsten Chanera auch unwahrscheinlich. Und Tauros genauso unwahrscheinlich. Deswegen ist Nidoran die einzige realistische Alternative. Und die wollte ich haben und die habe ich auch gefangen. Sehr schön, ich freue mich. Nidoran männlich, Giftdorn, Größe 0,5 Meter, Gewicht 9 Kilogramm. Seine großen Ohren schlagen wie Flügel, wenn es Geräusche in weiter Entfernung hört. Es fährt giftige Stacheln aus, wenn es verärgert ist. Und ja, ich möchte ihm einen Spitznamen geben, ich weiß allerdings nicht welchen. Es ist männlich, ja, wie nenne ich es? Spitznamen für ein Nidoran. Das ist echt schwierig. Ich nenne es, Jako. Oh, mit K sieht besser aus, glaube ich. Keine Ahnung, wie ich auf den Namen komme. Den werde ich auch eventuell noch ändern, aber mir fällt jetzt gerade kein besserer Name ein. Vorhin habe ich jetzt auch nur komplett groß geschrieben. So, Rasthaus. Ja, wir gehen mal ins Rasthaus rein. Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie. Moment. Wenn ich Pokémon fange, verschenke ich sie, wenn ich wieder zu Hause bin. Wo ist bloß mein Freund Erik hingegangen? Ah, das, ja, das ist der, der im Zoo nach Sarah gesucht hat. Das ist diese Sarah. Ja, wir finden hier auf jeden Fall noch einige Items in roten Pokémon, denn wir nicht mehr fangen können. Das haben wir inzwischen. Aber ich bin durchaus zufrieden damit und jetzt kommt ein Pokémon, das wir nicht fangen können und es ist ein Oweil. Das möchte ich auch eigentlich nicht haben. Von daher bin ich schon überaus zufrieden mit dem, was wir jetzt so haben. Und wir werden jetzt auch keine Bälle mehr verschwenden. Ich glaube, ich werde auch einfach jetzt einen Schutz verwenden. Damit wir hier ganz ruhig gepflegt durchgehen können. Aber wir haben auch Top-Schuss eigentlich, ne? Egal. Davon haben wir auch noch so viele. Areal 1, Westzentrum. Und mal hoffen, dass wir jetzt hier gut durchkommen, ohne dass wir jetzt großartig aufgehalten werden. Und wir finden einen Blattstein. Haben wir schon zwei von jetzt. Ja, ich glaube, mehr gibt es gerade nicht zu sagen. Wir müssen jetzt gucken, dass wir hier möglichst gut durchkommen. Weil sonst gehen hier unsere Schritte vorbei. Und das wäre unpraktisch, da wir dann aus der Safari-Zone raus müssen und den ganzen Weg nochmal laufen müssen. Und wir müssen hier auf jeden Fall noch eine Sache finden. Zwei Sachen sogar. Und ich möchte möglichst alle Items einsammeln und möglichst mit allen Leuten hier reden und möglichst die Items finden. Das wird schwierig. Noch ein Rasthaus. Wie viel hast du gefangen? Ich bin total schöpft. Ich habe erst eins gefangen, aber ich kann auch eins fangen. Ich habe einen Chanera gefangen. Die Mühe hat sich gelohnt. Was für ein Spaß. Aber jetzt bin ich hundemüde.
Ja, kann ich nachvollziehen. Eigentlich nicht, aber naja. Okay, wir gehen weiter. Wie gesagt, ich möchte auf jeden Fall möglichst alles schaffen in einem Durchlauf. Auch wenn das schrittmäßig ziemlich schwer. Die verbleibende Zeit verstreicht nur, wenn du läufst. Ja, da seht ihr es. Ich hoffe, ich... Ah, hier ist noch ein Item. Die Flinkklau, okay. Das ist praktisch das, wie die gefunden haben. Aber ich glaube, langsam wird es schwierig, noch alles zu schaffen. Wir haben nur 150 Schritte. Das ist schier möglich gerade. Da müssen wir schon den direktesten Weg gehen. Dann machen wir das beim nächsten Mal weiter. Vor allem, wenn ich überall gegenlaufe. Jetzt muss ich gucken. Ich glaube, wir müssen hier runter. Scheiße, ich hab keinen Plan, wo wir lang müssen. Schutz wirkt nicht mehr. Ja, hier wird es halt nicht so Gras einfach. Aber mit Surfer. Ach nee, den kriegen wir erst noch. Nee, das wird nichts. Ende. Durchsage, die Zeit ist um. Deine Safari-Tour ist vorüber. Ja, ihr seht, was das Schwierige ist. War direkt erfolgreich, besuchen uns bald wieder. Ja, zum Beispiel jetzt. Denn wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Und ja, wir möchten auf die Jagd gehen, sagen wir mal. Eigentlich möchten wir nur Items finden. Und nochmal auf ein neues. So, jetzt sprühe ich erstmal wieder den Schutz. Weil jetzt benutze ich einen Top-Schutz. Der hält ein bisschen länger stand. Wenn ich nicht überall gegenlaufen würde, dann würde ich mir Schritte sparen, glaube ich. Möglichst engmaschig gehen, um wenigstens ein paar Schritte sparen zu können. So, jetzt sind wir wieder hier. Und ich glaube, jetzt müssen wir hier runter schon. Bin mir aber nicht sicher. Oh, wann? Okay, dann müssen wir doch erstmal nach oben lang und hier rum. Und dann... Da waren wir gerade, glaube ich. Dann gehe ich jetzt hier lang und... Hier finden wir ein Item. Ja doch, hier bin ich richtig. Stahlflügel, sehr cool. Also ich könnte mir auch in der nächsten Arena ein bisschen was bringen. So, hier waren wir noch nicht. Hier sprechen wir mit den Leuten. Mein Evoli hat sich zu Flamara entwickelt. Aber bei einem Freund hat sich Evoli zu Aquana entwickelt. Und bei wieder ein anderes Blitzer. Ja, ja. Alle Items, die du gefunden findest, gehören dir. Aber dir wird die Zeit davon laufen, wenn du alle auf einmal einsammeln möchtest. Ja, das habe ich schon gemerkt. Geh in diese Fahrradzone. Du kannst dort einen Preis gewinnen. Diese Fahrradzone ist riesig, nicht? Der Arenaleiter von Fuxania City Koga hält hier gelegentlich Wache. Dank ihm können wir hier in Sicherheit spielen. Ach, ich dachte schon, da ist schon wieder diese Fahrradzeit vorbei. Wie viel haben wir eigentlich noch? Die Hälfte haben wir jetzt rum quasi an Schritten. Wir benutzen noch einen Schutz. Und gehen dann weiter. Und finden Proteine. Ja, die Tipps für Trainer, die werde ich jetzt nicht alle lesen. Da haben wir die Goldzähne von den alten Wärter. Das ist schon mal gut. Die brauchen wir nämlich unbedingt. Und TM Doppelteam. Und hier ist das Ende von der Safari-Zone. Wir haben es geschafft, Leute. Ah, endlich. Du bist der Erste, der das geheime Haus gefunden hat. Ich dachte schon, niemand würde den großen Preis jemals gewinnen. Glückwunsch, du hast gewonnen. Und die VM03, der Surfer. VM03 ist Surfer. Lern ein Pokémon diese Technik, dann kann es dich über das Wasser transportieren. Das Beste ist aber, dass du diese VM benutzen kannst, so oft du möchtest. Ist das nicht irre? Du bist ein Glückspilz. Ja, endlich haben wir den Surfer. Und, ja, jetzt können wir endlich, keine Ahnung, was wir jetzt tun können. Belohnung. Wer die Goldzähne des Parkwächters dieser Fallzone findet, erhält eine Belohnung. Finder melden. Ja, die haben wir direkt an der Stelle auch gefunden. Eigentlich sind das, dass man direkt daneben ein Schild aufstellt. Aber jetzt laufe ich noch ein bisschen runter, damit die Safari-Zeit vorbeigeht. Aber ich glaube, finden werden wir jetzt nicht mehr viel. Schutzweg nicht mehr. Ich gehe nochmal hier runter. Tipps für Trainer. Erforsche die Safari-Zone, finde das geheime Haus. Haben wir schon. Haha. Nein, da war doch noch ein Item. Oh, ja egal, komm. Dafür gehe ich jetzt nicht immer zurück. War die Jagd erfolgreich? Besuch uns bald wieder.
Ja, diesmal war die Jagd erfolgreich, beziehungsweise davor auch schon. Wir haben Nidoran gefangen, wir haben die Goldzähne und wir haben den Surfer und sämtliche andere Items gefunden, den Stahlflügel, was eine sehr coole Attacke wird für, Captain Falcon. Ich muss mir jetzt überlegen, wie ich es genannt habe. Gut, dann haben wir diese Fahrradzone auch schon geschafft. Als nächstes werde ich dann ein bisschen offscreen trainieren. Pokémon heilen müssen wir nicht, aber ich möchte dann jetzt, mein Team ändern, denn ich möchte Nidoran gerne mitnehmen. Ja, Leute, ihr seht, das sind alles Pokémon, die wir noch benutzen können. Und das sind die Pokémon, die wir nicht benutzen können. Hedwig ist, von uns gesagt, Donatello wurde anhand der Starter-Claws auf den PC gebracht, da unser Team voll ist, und Gonzales haben wir freigelassen. Unser Raptor damals. Ja, aber wir haben ein neues Raspatz Splinter. Wir haben auch schon Radikal Sunny. Ja. Ihr seht, wir haben einige Pokémon gefangen schon. Einige, und die dürfen wir auch alle noch verwenden. Ich werde ja auch die meisten davon noch trainieren, denke ich. Auf jeden Fall Kleinstein. Duflo auch noch. Goldini eventuell auch, mal gucken. Aber jetzt tausche ich erstmal ein bisschen was aus und ich weiß noch nicht, was genau. Eigentlich sind das alles Pokémon, die ich behalten möchte. Aber Nidoran will ich auch drin haben. Was mache ich denn jetzt? Emi ist eigentlich cool. Die sind alle cool. Das brauchen wir für einen Surfer. Allerdings können wir Nidoping noch später. Den brauchen wir in der nächsten Arena. Das ist eigentlich... Foxy ist eigentlich zu cool, um es auszutauschen. Aber die Attacken sind nicht so pralle. Aber das bringt uns in der nächsten Arena auch noch was. Captain Falcon. Fliegen einfach schon alleine. Chuck. Ja, es wird den Surfer wahrscheinlich lernen. Emmy. Mr. Tom. Mr. Tom ist auch cool. Ich werde Emmy austauschen. Eventuell später wieder mitnehmen. Aber erstmal nehme ich Nidoran mit. Unseren guten Jako. Weil ich nicht weiß, was ich sonst austauschen soll. Gut, ich weiß nicht, wie lange der Part ist. Ich gucke einmal nach. Ah. Okay. Wir haben eine gute Viertelstunde. Dann beende ich den Part hier und mache jetzt ein bisschen Offscreen-Training. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Pokémon Feuerrot Edition Nuzlocke Challenge. Bis dahin haben meine Pokémon alle einen passenden Level. Nidoran wird sich bis dahin schon weiterentwickelt haben. Und ich denke mal so bis... Ja... Ungefähr 37 werde ich jetzt alle trainieren. Ungefähr. Bis dahin weiterentwickelt wird sich wahrscheinlich nur Captain Falcon haben. Und Jako natürlich. Allerdings weiß ich noch nicht, wie weit, ob ich den direkt den Mondstein gibt dann. Wird sich zeigen. Und ja, wir sehen uns dann, wenn es dann in die Arena geht. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.